Wir haben jetzt gehört, was ist COPD? Wir haben gehört, was ist Lungenemphysem? Wir haben erkannt, eine der wichtigsten Ursachen überhaupt für die COPD ist das Rauchen. Das Emphysem verursacht durch diesen Gendefekt Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Und das Ganze ist ein äußerst komplexes Szenario, wenn man sich das jetzt aus den Vorträgen heraussaugt. Die Frage ist, was macht denn eigentlich der Praktiker? Was macht der Facharzt für Pneumologie jetzt in diesem Szenario bei einem Patienten, der möglicherweise mit Atemnot kommt, bei einem Patienten, der möglicherweise eine Häufung von Atemwegsinfekten hat, der einfach über Luftnot und Unwohlsein klagt? Ich freue mich darüber, dass wir also jetzt Herrn Mühleneisen gewinnen konnten. Er ist niedergelassener Kollege aus Leverkusen. Und ich nenne es jetzt mal so, ich bin sicher, der steht in diesem Thema voll im Saft. Herr Mühleneisen, was tun Sie? Also, vielen Dank, ich bin Lungenarzt aus Leverkusen. Ich werde versuchen, Sie gut zu behandeln. Mal sehen, ob mir das gelingt. Wann muss ich zum Facharzt, wann muss ich zum Hausarzt? Ganz einfach, einmal im Jahr sollte jeder COPD-Patient zum Facharzt gehen. Warum? Weil man könnte auch einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel haben, haben Sie gerade eben gehört. Das ist eine Geschichte, wo der Hausarzt nicht immer direkt dran denkt, wir Lungenärzte aber auf jeden Fall. Das heißt also, um einmal die Diagnose richtig zu stellen, zu überprüfen, welches Stadium bin ich, welche Therapiemöglichkeiten bestehen, dann ist wichtig, in welchem Stadium ist der COPD-Patient. Wenn er schwerer erkrankt ist, dann wird er ab Stadium 3 regelmäßig zum Lungenarzt gehen. Ansonsten Stadium 1, 2 kann auch ganz viel der Hausarzt machen. Da muss man nicht ständig beim Lungenarzt sein. Ab Stufe 4 oder bei einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel oder bei Sauerstoff-Langzeittherapie ist im Grunde genommen der Facharzt, der Lungenfacharzt, schon fast der Hausarzt. Man kann aber als Facharzt den Hausarzt nie ersetzen. Da werbe ich jetzt mal für die Hausärzte. Wir brauchen den Hausarzt, der kriegt ja auch von uns immer wieder einen Brief. Jedes Mal, wenn Sie bei uns gewesen sind, schreiben wir einen kleinen Brief an den Hausarzt, damit er informiert ist und Sie auch entsprechend weiter behandeln kann. Denn wenn Sie mal mit einem Durchfall zu Hause liegen, muss der auch zu Ihnen nach Hause kommen und einen Hausbesuch machen. Und da muss der wissen, was habe ich denn sonst noch vom Lungenfacharzt zum Beispiel an Medikamenten bekommen. Im Rahmen des DMP-COPD, und ich denke mal, viele von Ihnen werden im DMP-COPD sein, muss der Hausarzt Sie überweisen, und zwar dann, wenn Sie einen unzureichenden Therapieerfolg haben, sprich, Sie sind noch schwer krank, obwohl er scheinbar alles richtig macht. Wenn Sie eine Dauerbehandlung mit Cortison als Tabletten oder als Spritzen bekommen, also eine sogenannte systemische Behandlung, nach einer Notfallbehandlung, Sie sind also mit einem Anfall, mit einer Exazerbation oder Asthma oder starken Luftnot im Krankenhaus gewesen oder beim Hausarzt gewesen, auch dann soll er Sie überweisen. Bei Begleiterkrankungen wie Herzinsuffizienz oder zusätzlich noch Asthma oder anderen Lungenerkrankungen, wenn Sie eine, wie wir sagen, respiratorische Insuffizienz haben, sprich wenn Sie eine Sauerstoffbeatmung benötigen oder Heimbeatmung des Nachts beatmet werden müssen und wenn Sie den Verdacht haben auf das berufliche Verursachung Ihrer Erkrankung. Es gibt ja viele Steinstaublungen, Bergarbeiterlungen und so weiter, die dann auch sich wie eine COPD darstellen und um das dann zu klären und gegebenenfalls ein berufsgenossenschaftliches Verfahren einzuleiten, ist die Vorstellung beim Lungenfacharzt sinnvoll. Der Facharzt kann aber seine Lungenfunktionsgeräte, sein Röntgengerät nicht mit zum Hausbesuch mitnehmen. Deshalb sind Lungenfachärzte selten beim Hausbesuch anzutreffen. Das hat auch da seinen Grund. Grundsätzlich muss aber auch ein Lungenfacharzt mal einen Hausbesuch machen. Ein guter Lungenfacharzt wird jetzt nicht ständig bei Ihnen auflaufen, aber wenn Sie jetzt eine Sauerstoff-Langzeittherapie haben und schlecht zu Fuß sind und jetzt eine schwere Verschlechterung haben, muss er auch mal zu Ihnen nach Hause vorbeikommen können. Der Hausarzt muss, das habe ich schon gesagt, alle Informationen vom Facharzt bekommen, damit er auch beim Hausbesuch alle Informationen hat. Und der Hausarzt muss alle weiteren Maßnahmen koordinieren, die außer der Behandlung der COPD noch nötig sind, also Behandlung des Herz-Kreislaufs, wenn Sie jetzt noch diabeteskrank sind oder wenn Sie geimpft werden müssen, all diese Dinge muss der Hausarzt koordinieren. Wann muss ich nun ins Krankenhaus? Gleich kommt Professor Rasche und wird Ihnen dazu auch noch einiges sagen.
ganz grob, wenn Sie eine lebensbedrohliche Verschlechterung haben, wenn Sie trotz Behandlung weiter schwere Beschwerden haben oder zunehmend schlechter werden. Das geht ja bei der COPD auch manchmal ganz langsam, stufenweise, Schritt für Schritt wird man immer schlechter. Auch dann macht es Sinn, da mal zum Lungenfacharzt ins Krankenhaus zu gehen. In welches Krankenhaus, spreche ich gleich noch mit Ihnen drüber, da in Frage kommt. Einstellung auf nächtliche Heimbeatmung, auch das ist bei COPD ganz oft sinnvoll, wenn Sie schon eine erschöpfte Atempumpe haben. Sie kämpfen gegen Ihre Lunge ständig an, die Atemmuskulatur ist in einem Dauerstress. Sie kriegen so etwas wie einen Muskelkater, sage ich immer, in der Atemmuskulatur. Und wenn Sie bei einem Dauerlauf einen Muskelkater in den Beinen haben, dann machen Sie mal ein, zwei Wochen keinen Dauerlauf. Das können Sie mit der Lunge nicht machen. Sie können nicht einfach aufhören, nichts zu atmen. Sie müssen immer weiter atmen. Und da ist es dann manchmal hilfreich, nachts beatmet zu werden, damit die Lunge, die Atemmuskulatur sich wieder etwas erholen kann. Das ist nicht immer notwendig, muss man gucken, ist nicht bei jedem COPD-Patienten erforderlich, aber diese Überprüfung und Einstellung würde dann auch im Krankenhaus stattfinden. Und wenn Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, wie sie dann im Rahmen einer sogenannten Korpulmonale, also einer Herzbeteiligung bei langjähriger Lungenerkrankung auftreten kann, dann sollte man auch ins Krankenhaus. In welches Krankenhaus gehen Sie? Nun, da fragen Sie am besten Ihren Lungenarzt. Ich meine das ganz ehrlich, es gibt viele gute Krankenhäuser in der Nähe und Ihr Lungenarzt wird Sie kennen und sagen, mit denen arbeite ich zusammen, die kann ich Ihnen empfehlen und dies kann ich Ihnen vielleicht auch nicht empfehlen. Es gibt große Lungenkliniken, und ich nenne jetzt keine Namen, die als Lungenklinik bekannt sind, in die ich nicht überweise. Aus gutem Grund, können das im Einzelfall sagen. Es gibt aber auch Kliniken, und ich bin da ganz wählerisch, ich schicke durchaus quer durch die Republik, ich habe gerade einen Patienten nach Rostock geschickt, weil ich weiß, für diese spezielle Erkrankung ist dort in Rostock ein Forscher, der das gut behandeln kann. Also man muss gucken, wenn Sie einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel haben, dann sind Sie in Marburg gut aufgehoben. Wenn Sie eine Lungenvolumenresektion haben, sind Sie in Essen gut aufgehoben. Es gibt viele Kliniken, die sich auf einzelne Gebiete spezialisiert haben. Das weiß Ihr Lungenarzt. Fragen Sie ihn, wo würden Sie hingehen, wenn Sie diese Erkrankung haben? Wo würden Sie Ihre Mutter hinschicken? Er wird Ihnen schon eine gute Antwort geben. Was darf mein Hausarzt, Facharzt noch verordnen? Seufzt. Die Krankenkassen und die Politik sagen alles. Das ist natürlich so in dieser ausschließlichen Form nicht richtig. Ich erlebe oft, dass Patienten zu mir kommen und sagen, der Sachbearbeiter von der Krankenkasse hat gesagt, wenn Sie das auf einem rosa Rezept ausstellen, dann übernehmen wir das. Was der Sachbearbeiter aber nicht sagt, ist, dass nach 2 Jahren die Krankenkasse dann zu mir kommt und sagt, Herr Mülleneisen, zahlen Sie das bitte, das hätten Sie nicht verordnen dürfen. Das sagt er Ihnen nicht. In dem Moment, wo Sie das rosa Rezept in der Apotheke abgeben, kriegen Sie das erstmal. Aber darf ich das denn noch verordnen? Und das ist eine sehr komplizierte Geschichte und da können wir nur in geduldigen Verhandlungen, und ich bin Herrn Teschler sehr dankbar, dass er das auch versucht, mit der Politik und den Krankenkassen reden. Bei allen Medikamenten, wo die Patente abgelaufen sind, müssen jetzt derzeit die Apotheker das billigste Präparat auswählen. Es ist Ihnen auch sicherlich schon mal so gegangen, dann haben Sie einmal Salbutamol Ratiopharm und einmal Salbutamol Teva und einmal Salbutamol Sandoz und einmal Salbutamol ich weiß nicht was. Das ist, wenn es immer dasselbe blaue Spraydöschen ist, mir relativ egal, da kann man das austauschen. Aber wenn Sie jetzt einmal ein Salbutamol Spray und einmal ein Salbutamol Pulver bekommen, dann ist das schon mal nicht mehr so in Ordnung, weil wir im Rahmen der DMP-Schulung mit Ihnen ja eine Schulung gemacht haben. Das heißt, wir kontrollieren ja, ob Sie das richtig inhalieren können. Und Sie haben eben gehört, wie stolz wir sind, dass wir mit diesem neuen Akita-Inhalationssystem jetzt eine bessere Deposition in der Lunge erreichen. Wenn Sie jetzt auf einmal mit einem System inhalieren, wo Sie mehr abbekommen, und früher haben Sie 2 Hub genommen und jetzt kämen Sie mit einem Hub hin, Sie nehmen aber immer noch 2 Hub, kriegen Sie eine höhere Dosis ab. Oder umgekehrt. Sie haben früher immer 2 Hub genommen, jetzt bräuchten Sie 4 Hub, weil die Deposition schlechter ist. Sie machen aber weiterhin nur 2 Hub, Sie kriegen weniger. Ich habe in meiner Praxis mehrfach erlebt, dass Patienten zu mir kamen mit einer akuten Verschlechterung, zum Teil lebensbedrohliche Verschlechterung, weil der Apotheker einfach Salbutamol gegen Salbutamol oder Budesonid gegen Budesonid ausgetauscht hat, weil für den Apotheker zählt nur der Wirkstoff. Und ja, der Wirkstoff ist in all diesen Systemen gleich, nur Sie können mit den unterschiedlichen Systemen unterschiedlich inhalieren.
Und die Gesetze der Inhalationsphysik halten sich leider nicht an die Vorgaben, die unsere Politiker haben. Und wenn man da kurzfristig denkt, so nicht, Budesonid ist Budesonid oder Salbutamol ist Salbutamol, nur der Wirkstoff, das ist es eben nicht. Da zählt eben für die Politik leider nur der Preis, kein Sachverstand. Ich habe es eben erwähnt, Teschler und Herr Vosshaar haben darüber veröffentlicht in der Fachpresse. Es gibt dadurch große Probleme. Ich zeige Ihnen hier mal einen aktuellen Fall. Eine ältere Dame kam mit diesem System nicht klar. Ich hatte ihr dieses verordnet. Es ist aber dasselbe, derselbe Wirkstoff, Spiriva in beiden Dingern drin. Und dann kam es, wie es kommen musste. Der Apotheker hatte das gerade nicht da. Es ist derselbe Wirkstoff. Ach, nehmen Sie doch bitte diese Kapsel. Die alte Dame hat das versucht und hat versucht, nicht hier unten den Blister abzuziehen, sondern hier oben aufzupitteln. Und darunter ist noch eine Plastikhülle. Das bekam die alte Dame mit ihren Rheumafingern nicht raus. Dann kam sie ganz verzweifelt zu mir und zeigte mir das. Ja, das ist Realität im Jahre 2009. So viele verschiedene unterschiedliche Device gibt es nämlich. Das sind alles unterschiedliche Geschichten und Sie können Spraydöschen haben, Pulver haben, ganz verschiedene Pulversysteme haben. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge und die Politik sagt, das ist alles egal, wie Sie inhalieren, ist völlig wurscht, es kommt nur auf den Inhaltsstoff an. Was darf mein Hausarzt, Facharzt denn noch verordnen? Wirklich alles? Ich sehe hier das grüne Formular und das gelbe Formular. Jeder Kassenarzt seufzt auf, wenn er das sieht. Das grüne Formular ist das Antragsformular zur Beantragung des Antragsformulars. Das ist kein Witz, das war 2009 in Deutschland. Mit diesem grünen Formular beantragen Sie das gelbe Formular bei der Krankenkasse und das gelbe Formular muss ich dann ausfüllen, damit Sie dann zulasten der Krankenkasse eine Kur, eine Reha-Maßnahme kriegen. Dieses Formular, um dieses gelbe Formular ausfüllen zu dürfen, müssen Sie einen 20-stündigen Wochenendkurs belegen als Akademiker, damit Sie auch in der Lage sind, dieses Formular richtig auszufüllen. Diese erniedrigende, unwürdige Behandlung von Lungenärzten haben viele Kollegen nicht mitgemacht, weshalb es nicht viele Kollegen gibt, die die Lizenz haben, dieses gelbe Formular auszufüllen. Werten Sie das bitte nicht als Ausweis eines schlechten Arztes, sondern im Gegenteil, es ist eher ein guter Arzt, wenn er sich weigert, diese Lizenz zu erwerben. Suchen Sie sich einen, der es dann für Sie macht. Ich gehöre zu den wenigen, die die Freuden dann haben, dann abends, nachts dann da zu sitzen, eine halbe Stunde dieses dämliche Formular auszufüllen, damit die Krankenkasse erfährt, dass sie zur Kur müssen, was ich Ihnen auch so in einem Zweizeiler mitteilen könnte. Physiotherapie, sehr sinnvoll für viele COPD-Patienten, gibt es auch sehr strenge Regeln, nach denen man das noch verordnen darf. Erstmal 6, dann nochmal 6 und dann darf man außerhalb des Regelfalls 10 machen. Es gibt große Unterschiede, warum Lungenärzte das machen und nicht machen. Bei mir im Kölner Raum gibt es 2, Köln, Millionenstadt, mit Umgebung 2 Millionen, 2 Krankengymnasten, die wirklich gut Atemtherapie können. Eine sitzt in Burscheid, eine in Köln-Lindenthal. Da schicken wir dann hin. Oder eben auch nicht. Wenn Sie in Köln-Porz auf der anderen Rheinseite sind, dann werden Sie wenig Verordnungen haben, weil die Patienten Sie nicht so weit schicken können. Wenn Sie wie ich Burscheid vor der Haustüre haben, dann machen Sie viel. Deswegen gibt es Lungenärzte, die viel Atemtherapie verordnen, es gibt Lungenärzte, die fast keine machen. Auch da, das hängt mit der örtlichen Versorgungsstruktur zusammen. Fragen Sie Ihren Lungenarzt, der wird Ihnen das sagen. Sauerstoff, Impfungen, Lungensport, all das können wir machen. Hängt natürlich immer von der jeweiligen Bedürftigkeit des Patienten ab. COPD-Schulung machen jetzt fast alle Lungenärzte, denke ich, Raucherentwöhnung, die meisten. Ernährungsberatung ist für viele untergewichtige Patienten ganz wichtig, Lungentransplantation nicht für alle, Psychotherapie nicht zu unterschätzen. Und Viagra, sprechen Sie ruhig mit Ihrem Lungenarzt mal darüber, ob es mit dem Sex noch klappt. Ich meine das völlig ernst. Viele haben Luftnot und können dann nicht mehr ihren Freuden auch im Bett so nachkommen, wie sie das gerne möchten. Das gehört aber zu einem gesunden Leben dazu. Scheuen Sie sich nicht, sprechen Sie ihn an. Es gibt Möglichkeiten, Ihnen zu helfen, nicht nur Viagra. Im Zweifel können wir vieles verordnen, aber bewilligen tut es immer noch die Krankenkasse. Woran erkenne ich nun einen guten Lungenarzt? Nimmt er mich ernst? Erhalte ich eine ausführliche und verständliche Beratung und Information? Erhalte ich Hinweise auf weiterführende Informationsquellen, empfiehlt er gar Selbsthilfegruppen, bezieht er mich in alle Entscheidungen, die meine Gesundheit betreffen, mit ein. Auch das, Sie wollen bei Ihren Entscheidungen, die Ihre Gesundheit betreffen, natürlich ein Wörtchen mitreden. Ich kann Ihnen nur Empfehlungen geben. Ich muss voran machen, gut, okay. Dann, gut,
Das sind dann vielleicht so Dinge, die ich dann überspringe. Was ist nun wichtig, woran erkennen Sie noch einen guten Lungenarzt? Er braucht ein eigenes Gehirn und Stethoskop. Das ist das Wichtigste. Er muss dieses Gehirn auch ab und zu einsetzen. Und alles andere ist schmückendes Beiwerk. Es ist wichtig, dass er eine Bodyplate-Tomographie hat, diese große Kammer, die große Lungenfunktion. Er muss Sauerstoff bestimmen können. Er muss ein Röntgen, ein EKG haben, auch das ist wichtig. Aber das Wichtigste ist sozusagen, dass er mit Ihnen redet, dass er Ihnen zuhört, dass er Ihre Beschwerden ernst nimmt. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe von anderen Geschichten, die technischer Natur sind und mit denen man wichtig Diagnosten stellen kann. Ich werbe noch ein bisschen für Vorsicht beim Umgang mit dem Arzt. Auch wir sind nur Menschen und Sie erleben Ihre Krankheit als Ausnahmezustand. Und Sie suchen deshalb einen vertrauenswürdigen Arzt, der Sie ernst nimmt. Aber für uns Ärzte ist Krankheit alltäglich. Wir haben einen anderen Zugang. Und wir Ärzte haben auch mal unseren schlechten Tag. Und noch ein Wort zum Thema Wartezeiten. Also wenn ein Arzt viel Wartezeiten hat, dann ist es vielleicht, weil er gut ist und überlaufen ist. Ne? Wir haben auch oft ganz viel Papierkrieg zu bewältigen. Auch das frisst Arztzeit. Also geringe Wartezeit ist nicht unbedingt ein Kriterium für einen guten Arzt. Man kann sich nicht alles merken. Wenn Sie zum Arzt gehen, machen Sie einen Zettel, schreiben Sie sich auf, all die Fragen, die Sie ihm stellen wollen, damit Sie auch nichts vergessen. Ein guter Arzt wird Ihnen auch weiterführende Informationen schriftlich mitgeben. Ich habe eine Menge von Flugblättern. Er wird Sie hinweisen auf Selbsthilfegruppen. Und jetzt machen wir Mittagspause. Herr Müllenheisen, ich glaube, am Applaus können Sie erkennen, dass die klaren Worte angekommen sind.